Hallo Mädels, heute soll es nochmal ein Swatch-Video geben und zwar von den Kiko Water Eyeshadows, die ich besitze. Ich habe die bereits gezeigt in meinem Kiko Schminksammlungsvideo und einige waren doch überrascht, wie krass gut pigmentierte Lidschatten Kiko hat und dass da auch ein paar dabei sind, die man als Highlighter benutzen kann. Ich habe 17 von den Water Eyeshadows und die möchte ich euch heute alle einmal von nahem zeigen und danach swatchen. Ich beginne mit den vier Stück, die ich finde, ich auch gut als Highlighter geeignet sind. Und zwar habe ich da einmal die Nummer 200. Die Nummer 208. Die wird gehandelt als Dupe zu MAC Whisper of Guilt und Laura Geller Gilded Honey. Den Gilded Honey habe ich da, den zeige ich auch gleich im Vergleich. Dann, was ich als Highlighter auch echt schön finde, ist die 227. Und was mich ein bisschen an das Anastasia Beverly Hills Glow Kit erinnert, die 219. Und in der Reihenfolge swatche ich euch die jetzt. So, also das sind die jetzt im Swatch. Ja, die 227, die ist schon etwas schwierig hier, aber je nach Hautfarbe. Aber ihr seht die anderen, ne? Also als Highlighter wunderbar. Und nochmal zum Vergleich, das hier, das ist von Laura Geller, der Gilded Honey. Den swatch ich mal dahin. Wo mache ich den jetzt hin? Der sieht so aus. Also nicht ganz, ne? Aber ich finde, der von Laura Geller, der wird hier in Deutschland teilweise so überteuert verkauft, das muss nicht sein. So, das sind schon mal die ersten vier. Als nächstes zeige ich euch die 202. Die 203. Und die 204. Und so sehen die im Swatch aus. So, als nächstes was für die braunen Fans unter euch. Da habe ich die 205. Die 206 und die 209, das ist so ein goldenes Oliv und hier die Swatches dazu. Der in der Mitte, der hat krasse Glitzerpartikel, aber das war beim Kaufen so gewollt. So, und als nächstes 212 213 die 215 und hat mit den Farben blöderweise jetzt gerade gar nichts zu tun, die 218. Und hier die Swatches dazu. So, und last but not least die 222. Im Swatch leider nicht so schön rauskommt wie hier im Pfändchen. Aber ich habe schon oft gehört, dass gerade diese Art von Farbe, dieses Lila, auch bei teureren Marken immer ein bisschen schwierig ist und dass da die Farbabgabe oft nicht so gut ist, wie man sich das erhofft. Also die 222 auf jeden Fall. Umso schöner die 224, auch im Swatch richtig speziell.
die 225. Hier die Swatches. Ja, das waren jetzt alle meine Water Eyeshadows von Kiko. Ich habe mir die eigentlich immer dann gekauft, wenn die im Angebot waren. Da sind die dann 3,90 Euro, 4,20 Euro, irgendwie sowas. Ansonsten kosten die, glaube ich, um die 8 Euro oder so. Teilweise wäre es die Qualität schon wert, aber die sind immer wieder reduziert. Deswegen wartet da auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass die nicht immer in allen Stores gleichermaßen verfügbar sind. Also die Eyeshadows, die der eine Store hat, gibt es dann im anderen nicht und umgekehrt. Schaut euch da auf jeden Fall ein bisschen um. Ja, und dann würde ich sagen, dass euch das, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.